Hallo liebe Freunde, heute mit dem Oldtimer DLC Pack kostenlos von Giants. Das werden wir heute mal testen. Und als erstes werden wir hier mal ein Feld dreschen und mal gucken, wie sich das Ganze verhält so. Und dann werden wir das Ganze mit dem Bucher aufladen. Ich hoffe, dass das Ganze funktioniert mit Stroh. Nicht nur, dass er nur Gras aufnehmen kann. Und dann werden wir auch was später dann mal was mit dem Schlüter probieren da. Da ist ein neuer Schlüter, einen alten. Aber das kennt ihr wahrscheinlich schon. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen und gesaugt. Ansonsten verpasst ihr was. Weil es macht schon Spaß. Nur eine alte Map wäre noch nicht schlecht. Aber das kommt vielleicht sicher noch. Beim 11er gab es das auch schon. So ein Oldtimer-Pack. Aber ich muss sagen, Giants macht was. Kann man nichts sagen. So, jetzt werden wir gleich mal hier den Bucher testen. Na, das sieht richtig cool aus hier. Und das ist auch ein bisschen komisch zu fahren, weil die Achse ist gerade unter dem Sitz. Wenn man in echt fährt, dann ist es ein bisschen komisch hier. Aber sonst ist der auch nur für das steile Gelände gedacht und nicht so für Flachland hier. So, jetzt probieren wir das Ganze mal anzuschalten hier. Mal gucken hier. Na, die Taste hier. Ja, mit dem Lenkrad muss man wieder gucken. Ja, hier. Oh, das ist ein bisschen schnell hier. Burschi. Na, nicht so schnell hier. Jetzt kriegst du noch einen Höhenflug. Das wollen wir ja nicht. Ah, oh, sieht gut aus, ne? Also mir gefällt der. Und es gibt dann wahrscheinlich dann noch zwei, drei Versionen von dem. Also Videos. Machen wir hier drei. Dreimal Oldtimer im DLC-Pack. Dass wir hier die einzelnen Gebiete hier zeigen können. Aber irgendwie lädt das gar nicht so auf hier, habe ich das Gefühl. Na, fahren wir ein bisschen schneller hier. Und links kann man sehen, hier oben im Text, kann man sehen, wie voll das der Mähdrescher ist. Und das ist der Mod, ja, Inspektor-Mod. Den soll man euch unbedingt haben. Den ESL-Limiter und den Inspektor-Mod ist natürlich fast Pflicht. Hier beim LS13. Ja, und wir müssen gleich mal den Hänger holen. Ich glaube, wir warten hier mal am besten. Oh, quietsch. Und dann fahren wir ein bisschen zurück hier. Das ist für den kein Problem hier. Ah, sieht richtig schön aus. Jetzt werden wir hier mal... Na, was ist denn das für einer? Ja, das ist der Frontlader. Na komm, nicht mehr einsteigen hier. Gucken. Das ist ein Gründler. Gründler, ne? Sieht ein bisschen komisch aus. Aber kein Problem, wir nehmen jetzt aber hier den Hürlimann da hinten, der Schöne, das haben wir jetzt nicht gesehen, dass ich durch die Wand gelaufen bin. Und da kommt die Polizei schon, oder der Krankenwagen. Der kommt nicht mich holen, sondern jemand anders, der es nötiger hat als ich. So, jetzt haben wir mal den Hänger an. Sieht auch ziemlich schön aus hier. Kann man natürlich hier ziemlich schön anhängen. Ich weiß gar nicht, ob man... Geh mal schnell gucken hier. Kann man hier noch mehr Anhänge von dem? Na gut, wir probieren jetzt mal einen. Und dann werden wir das Weizen dann irgendwie verkaufen oder dem Nachbarbauern geben. So. Und diesen alten Hürlimann sieht man, glaube ich, mehr in der Schweiz als im Ausland. Weil das ist ja ein Hürlimann aus der Schweiz. So wie dem Bührer, dem Bucher da vorne. Sieht aus wie ein Abbey-Transporter. Aber ist halt ein Bucher. Gibt auch noch Schilter, gibt es auch noch. Die sind aber grün. Ich meine den da vorne, den Ladewagen da. Und in echt kann man natürlich auch die Kabine hinten wechseln. Also den Aufbau hinten kann man wechseln. Einen Güllewagen kann man ranhängen. Und ein ja, sonst andere Sachen noch, aber hier jetzt nicht. Das finde ich ein bisschen schade.
Wäre schön gewesen, wenn man hier noch einen Güterwagen draufsetzen könnte. So, wir werden jetzt hier schnell den Mähdrescher leeren, ja. So. Werden wir hier mal schnell leeren. So, ausgestiegen. Und hier raufgesessen. Und die Arme gequietscht. Und das leeren wir jetzt gleich mal aus hier. Wenn wir heute nicht fertig mögen, dann werden wir hier noch Ballen pressen schnell. Aber ich werde dann das vorbereiten dann für euch, dass ihr dann seht, wie man die Ballen hinten rausgeschossen kommen. Dass ihr hier nicht zu lange hier meine Videos sehen müsst, weil sowas tut sich ja keiner an. Nein, Scherz. So, wir fahren jetzt hier wieder zurück. Da können wir gleich mal hier den Bucher wiederholen. Fahren jetzt hier einfach mehr so rein. Jetzt, ich wollte hier nicht in die Quere kommen. So, das reicht schon. Können wir nachher umdrehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das überhaupt ist. Na komm. War alles falsch. Hier ist er doch. So, jetzt starten wir das schöne Teil. Ich finde das richtig cool, dass Giants hier doch noch was macht. In so kurzer Zeit hier so viel gemacht hat. DLC-Packs und so. Müssen wir aber gucken. Vielleicht kommt dann doch noch was Gescheites raus. Mit den DLC-Packs. Also die Packs, die zwar jetzt die rauskommen und kommen werden. Ja, die sind ja nicht so überzeugend. Mehr so Oldtimer-Sachen. Aber wir können gespannt sein. Giants macht was. Finde ich gut. Müssen wir einfach mal gucken, was da noch kommt. BGA, irgendwas mit BGA wäre nicht schlecht. Im Forstmut weiß ich nicht, ob der mal irgendwann fertig wird. Ob die Society Moddings da noch was basteln. Muss man halt warten. Die haben auch nicht so viel Zeit. Die sind ja, glaube ich, noch irgendwas am Baumut oder sowas dran. Wo die denn da so ein Bagger und so ein Zeugs reinmachen. Können wir mal gucken, was sie da hinkriegen. Und wann die das fertig kriegen überhaupt. Wenn das so lange geht wie beim Forstmut, können sie gleich fürs nächste LS 14, 15 was machen. Jetzt sind sie schon. Ja, ich fast mehr als ein halbes Jahr dran. Und dann vielleicht kommt's ja, bevor das neue Spiel rauskommt, raus. Das wissen wir ja nicht. Aber wir können mal gespannt sein, was da kommt. So. Aber die Map ist schön hier. Mayenburg. Die alte Mayenburg. So, jetzt müssen wir aber hier bisschen zurückfahren hier. Ja, rückwärts gucken kann man gut hier. Nicht schlecht. Viele hat es keine drin bis jetzt. Nee, dieses Mal nicht. Vorhin hat es viele gehabt. Da muss ich die Aufnahme nochmal starten. Jetzt fahren wir ein bisschen rückwärts mit dem Hürlimann. Na komm. Hopp. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Na. Nur ein bisschen. Kraftlos hier das Ding. Aber das schaffen wir schon. Rückwärts fahren mit dem Drehschemmel kriegen wir schon hin. Irgendwie. So, passt doch. So, mit dem Lenkrad geht es natürlich viel besser. So, jetzt gehen wir mal hier den Mähdrescher lernen. Wir machen jetzt das, wie man es nicht machen sollte. Nicht, dass dann wieder Leute kommen und sagen, das darf man nicht. Ich mach's einfach. Fahr nämlich doch den Bestand. Ich weiß, man darf's nicht. Wir machen es jetzt aber aus Zeitgründen. Weil wir wollen ja noch was zeigen hier. So, laden wir ab hier. Ja, sieht so aus. 20, 40.000 Platz. 4.000 müsste er Platz haben. Der Hänger.
So. Was machen wir noch? Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wir machen nämlich noch schnell hier den. Na, wo ist er denn jetzt wieder hin? Na, wo ist er denn wieder hin? Hier ist er. Da haben wir noch ein bisschen Stroh auf und dann gehen wir abladen. Oder gehen wir direkt abladen. Dann können wir hier mal quer durchs Beet fahren. Wir haben ja jetzt ein geländegängiges Fahrzeug. Hier können wir direkt hier hochfahren. Das macht ihm überhaupt nichts. Ja, das ist so ein Arsch. Hier hat er einen Zaun hingemacht. Okay, wir fahren außen rum. Der wollte das ganz genau wissen, dass hier gar keiner durchfahren kann. Wir machen es aber nicht trotzdem. Wir gehen das gucken, wo man durchfahren kann. Ist er hier beim BGA? Natürlich, da hinten ist es doch. Ja, hier war ein Zaun gemacht. Finde ich das aber nicht nett. Also macht es bitte schnell mal die Augen zu, weil wir machen was Verbotenes. Na, keiner gesehen. So, wir machen nochmal die Augen zu. Wir gucken mal oben. Schön. Ups, sind wir da durchs unter den Zaun gefahren. Machen wir ja nicht. So, hier auf dem Nachbarhof. Lernen wir das Zeug einfach hier hin. Hier einfach mal hier reingefahren. Also gucken wir mal, was hier passiert. Oh, schön. Jo, schön. Das war's dann auch schon, oder? Ne, wir gehen mal gucken, was der Manager macht. Wir müssen auch das Fahrzeug wieder zurückfahren. Und dieses Mal fahren wir hier nicht durch den Zaun. Hier gibt's ja ein Tor. Nicht wie ein Tor beim Fußball, sondern Gartenzaun. Tor. Oh, wir müssen trotzdem wieder durch den fahren. Also machen wir wieder schnell die Augen zu. Schöne Bäume. Schöne Bäume. Großes Fell, ja, schön alles. Wunderbar. Und nächstes Mal werden wir hier mal die Ballpresse probieren. Mit dem Aufladen. Und danach werden wir dann Gras mähen. Mit dem Schneidewerk da. So, ich würde mal sagen, für heute machen wir Schluss. Und ich mache noch ein bisschen weiter hier, dass wir nächstes Mal wirklich die Ballen pressen können. Und Gras mähen werden wir gucken, wo wir denn hier ein bisschen Gras hier herkriegen. So, also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.